Guten Tag, heute geht es um die Vision Box und Merlik. Merlik ist ein neues Tool zur Konfiguration Ihrer Bildverarbeitungsapplikation. Innerhalb dieses Tools gibt es die Funktion EasyTouch, die schlägt Ihnen automatisch mögliche beste Parameter für einen Bildverarbeitungsalgorithmus vor. Aber wer schlägt Ihnen eigentlich die richtige Hardware vor? Und damit sind wir bei Imago Technologies, Hersteller von Embedded-Rechnern für industrielle Bildverarbeitungsapplikationen. Sie sehen hier exemplarisch den Aufbau, so wie es typischerweise in Maschinen abläuft. Das heißt, die Produkte laufen unter einer Kamera vorbei, werden hier in diesem Fall von einem Sensor erfasst. Der Sensor liefert sein Signal über einen digitalen optoentkoppelten Eingang hinein in den Rechner. Der Rechner ist ausgestattet mit dem Realtime-Controller. Das heißt, die Eingangssignale können dort verarbeitet werden, gemultiplext werden, verzögert, verschaltet werden. Und daraus wird dann ein Triggersignal für die Kamera generiert. Weiterhin wird ein Signal weitergegeben an die LED-Blitzcontroller. Die Blitzcontroller haben die Aufgabe, wie der Name schon sagt, die LED-Beleuchtung zu blitzen. Aber das ist das eine. Des Weiteren haben sie die Aufgabe, den Strom möglichst genau einzustellen, da LEDs sehr stromempfindlich sind. Bei uns wird jedoch dieser Strom nicht nur eingestellt, sondern über die Zeit sauber geregelt. Also geblitzt, getriggert und die Bildaufnahme erfolgt in diesem Fall über eine der neuesten USB 3.0 Kameras aus dem Hause IDS Imaging. Das heißt, die Bilddaten gelangen hier über den USB-Port in den Rechner. Alternativ kann man hier natürlich auch Geek-E Vision Kameras anschließen. Bei den Gigabit Ethernet Ports gibt es von Imago noch eine Besonderheit, die heißt Power und Trigger over Ethernet. Das heißt, wir haben uns etwas überlegt, dass nicht nur die Spannungsversorgung per Ethernet zur Kamera kommt, sondern auch noch das für Machine Vision wirklich notwendige Triggersignal. Dafür nehmen wir hier ein Signal aus unserem Realtime-Controller und verpacken das zu einem sogenannten Action-Command, das wiederum von der Kamera dann verarbeitet wird. Die Bilder gelangen in den Rechner, werden hier von der Bildverarbeitungssoftware verarbeitet und daraus werden dann entsprechende Schaltsignale generiert, die zum Beispiel signalisieren, dass ein Produkt in der Maschine nicht in Ordnung ist. In der Summe gibt es eine Vielfalt von Visionboxen mit einer zahlreichen Option. Hinzu kommt die Peripherie, hinzu kommen Themen wie zum Beispiel Zeilenkameraanwendungen. Daher lassen Sie sich von uns beraten, damit Sie die richtige Visionbox, vielleicht auch sogar einschaltfertig von uns geliefert bekommen. Über Ihre Anfrage freuen wir uns.